Hallo Freunde und willkommen zurück zu Marvel Midnight Suns. Wir haben in der letzten Folge Dr. Morbius in die Abtei geholt und wollen uns direkt mal vorstellen. Hunter, was it? Thank you for not making a bigger deal about my arrival. I know my presence unnerves many. You surprised me earlier, and I do not like surprises, but any friend of Peter is a friend of mine. I am relieved to hear it. You have a wonderful home and a great many resources. I look forward to making use of them. How do you think you will help? I am the world's foremost authority on vampire physiology. Blade knows a great deal about vampire rituals, habits, and social order, but he doesn't understand their biology. Why should that matter? In a sense, you could say Blade can take a vampire apart, but he can't put one back together. I do not want to put vampires back together. Oh, of course not. Let me put it like this. If you understand the structure of an organism, you'll know its weak points, where to push so it falls apart. This is what I offer you. Okay. Then let me officially welcome you to the Midnight Suns. You will not regret this. Now, can you show me where we keep the prisoners? I would like to feast. What? Only kidding. I think you'll be happy to know that I've actually already started researching vampire biology. That sounds like good news. Unfortunately, I also have bad news. I've been tinkering with a prototype gamma serum that suppresses the effects of sunlight on vampiric membranes. The vampires have taken that from me. Then we must take it back. That is why I'm here. And I would love to get back to that research. Unless you have further need of me. Ja, ich würde gerne ein bisschen mehr über dich erfahren. About you first. Naturally. I am an open book. Ja. Ich würde einfach der einfache Herber von oben anfangen. I've heard you called a living vampire. What does that mean? It means that, unlike most vampires, I have a pulse. How is this possible? Most vampires are tied to the supernatural realm. They are undead creatures. My gifts are a boon of science. I am wholly unique in that way. Quite literally a freak of nature. I've heard you called a li- It means- Ich wollte nach unten drücken und habe nach links gedrückt. Who were you before you became a vampire? I was born with a rare, degenerative blood condition. My disease would have proven fatal if I had not taken matters into my own hands and experimented on my body using vampire bat DNA. I cured myself, but there were side effects. You seem to know Blade and Spider-Man well. What is your impression of them? When I first became the living vampire, I struggled with my baser instincts. It took me a while to maintain control over my appetite. Spider-Man and Blade were the first two heroes I encountered, and they protected many innocent people from my wrath. You mean they fought you? Yes. But I am grateful, because they encouraged me to become a better man. Though I wish Blade's approach hadn't been nearly so ferocious. Da würde ich halt jetzt gerne nochmal nachhaken. I would like to know more about your capabilities. Like a traditional vampire, I possess enhanced strength, speed, and acute senses. An accelerated healing factor allows me to bounce back from otherwise mortal injuries,
And while I cannot fly in the traditional sense, I have the psionic ability to glide over great distances. Ich mich frage, warum das jetzt psionisch ist, weil psionisch ist für mich immer sowas so, wie Dinge mit dem Geist bewegen und so. Also halt eine geistige Fähigkeit, die sich auf andere Dinge auswirken kann. Ich meine, jetzt könnte man sagen, okay, er erzeugt eine psionische Druckwelle unter sich, sodass er gleiten kann oder so, aber das ist für mich ein bisschen komisch. Do you share other vampiric weaknesses? One of the advantages of being a living vampire is that I do not have those Achilles heels. I could drink holy water all day, and a silver bullet stings like a lead one. One slight exception is daylight. I do not burn under the sun, but my eyes are sensitive to the light, and my powers are somewhat dampened during the daytime. Aber nur geschwächt statt ganz weg. Do you have to consume blood like any other vampire? Regrettably, not only do I need to consume human blood, I crave it. But you do not need to worry. I keep my cravings in check these days and only feed on those who prey on others. Das ist zumindest etwas. Never mind. I will let you settle in. Happy to talk anytime. Ja, gerne. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was er in den Hof mitbringt. So, da vorne will noch wer mit uns sprechen. Und dann haben wir ja noch die Hangouts. Achso. Doctor, meet the doctor. Now the Abbey has as many PhDs as you'd find on your average golf course. Checking in on me already, Hunter. I haven't had time to get into trouble. You can never be sure. I suppose. What can I do for you? Nichts, danke schön. Never mind. Happy to talk. Okay, Ghost Rider ist... Ah, okay, ich weiß, was er vorhat. Gut, das machen wir vor dem Hangout. If Blade is worried about the... Hey, Hunter! Parker and I cook something up, and we think you should be a part of it. Oh, you know, if you're free. Gerne? I could be free. Right on. Then let's head over to the shop and... Ah, oops. Almost spoiled the surprise. Tell you what, if you come with me, just for a bit, I promise we won't waste your time. Let's go. All right. Where are we headed? Oh, it's not too far. I can't wait till you see it. Na, wir kennen die Werkstatt ja schon. Ich meine, er hat uns sein Auto schon vorgestellt. Hey, you made it. Told you. You want to give the rundown or should I? I got this. Ja, sozusagen parallel zu den Emo Kids sind wir hier bei den, ja, nennen wir es mal Ingenieuren, bei den Bastlern. Welcome to the shop. What is this place? For me, it's a piece of home away from home. Quite a setup. What need does it fulfill? All kinds. Usually, I work on the Hellride, and Parker tinkers with his web gadgets. And as we do, we brainstorm ideas of what we could work on together. You call it the shop, but I see nothing for sale. That's the beauty. For me, it's an auto shop. For Parker, it's a workshop. We're both wondering what it's going to be for you. There must be a reason you do this here instead of the forge. Two reasons. Tony Stark and Doctor Strange. We wanted a place with good vibes and less bickering. Where we could focus on a project without the smartest men in the world telling us how to do it better. The shop is where you work things out for yourself. Klingt sinnvoll. I understand why the two of you are here, but why invite me? Caretaker always described you as someone who worked with their hands. You made things. You did the work. So we want to make things with you. Help you do the work.
caretaker used to tell me to pick up my clothes from the floor. Every day. Sounds like you and Nico have something in common. Why not let Parker give you a quick rundown on our current project? After that, we'll close up the shop. All right. Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen das Pendant zu den Emo-Kids, nur dass es hier halt nicht irgendwie Hintergrundstory gibt, sondern einfach nur ein bisschen Gequatsche, und wir können hier mit Peter und Robbie ein paar Fähigkeiten und so entwickeln. It's all pretty neat, huh? There's not enough here to give you a tour, but I did want to show off our first project. Don't have a name for this yet, but if you run into Eddie again, Venom, we think this could give you an edge. Beziehungsweise wir kriegen von denen noch teilweise Eddie, the symbiote reacted strongly to your presence. It noticed something about you. Battle items. Can't stop. Our project takes advantage of this. This project of yours, what does it do? Our first prototype dulls your presence around the symbiote, makes you harder for Eddie to notice. So, a symbiote muffler? Huh, it is now. The other prototype will help if you're ever caught in Eddie's tendrils. It blasts a distracting subsonic pulse that should give you time to both fight your way out and hit him with a counter. Like your zingers that keep him distracted? You know, Robbie and I should let you name all our projects. Then we need to miniaturize it so it fits in your suit. But we can have it ready pretty quick. I look forward to seeing it in action. I knew you'd be into this! We are going to make so many weird things together! Oh yeah, I can scrounge enough components to finish this project, but if there were more, we'd have more options. I'll put together a list and send it to your Spark. Bring what you can next time you're here! All right. Genau, und ähnlich wie bei den Reagenzien für Magic können wir hier entsprechend auch Komponenten bereitstellen, um mehr Auswahl zu haben, beziehungsweise um auch Sachen zu bekommen, abseits dieser Projekte, die wir hier bekommen. Ich glaube, es sind sogar, das hatte ich falsch im Kopf, ich glaube, wir kriegen die, also Fähigkeiten kriegen wir über die Komponenten, und jetzt erstellen wir halt einfach zwei verschiedene Items, und eins davon können wir behalten. Einmal den Symbiontendämpfer, wähle einen Helden, er ist gegen den nächsten negativen Status weg immun. Oder das Hammer Protocol, gewährt zwei zufälligen Karten auf deiner Hand kostenlos, bis sie gespielt oder abgelegt werden. Und das Ding ist so gut. Damit. Ah, so, how'd it turn out? Better than expected. Sick. Genau, und dann können wir jetzt mit Robbie wieder quatschen und können abbauen. So, that's the shop. What do you think? You and Parker have outdone yourselves. Then think of what the three of us can do. I'll give you a heads up before shop class meets again. Shop class? Right. That's what we're calling our time here. See you then. Das Problem ist, ich muss halt nochmal mit ihm quatschen, damit wir gehen können. Have you seen my toolkit around here? It has flames painted on the side? Don't judge. Noch nicht? Gehen wir einfach? Ja, wir gehen einfach, okay. Gut. So, Peter will wahrscheinlich noch was zur Shop-Class sagen. Sorry, we didn't give you a heads up before. You know, about bringing a vampire into the Abbey. It all happened kind of fast. Are you sure we can trust Morbius? Yeah. Morbius has his demons, but he's a teddy bear. A snarly teddy bear. With fangs. But there's stuffing in there, somewhere. This is not helping your argument. What I'm trying to say is that Morbius has a good heart. And exceptionally good blood. Good blood? Yeah. Whatever Morbius did to transform his body infused the heme in his blood with curative properties. I'd love to help him study it further, if I ever have the time. Since we're fighting new breed vampires, we'd do well to have a living vampire in our corner. Dann nicht unrecht. So, ich spreche nur mal kurz. Charlie. Good girl, Charlie. Auch wenn wir es heute schon gemacht haben, aber es ist Charlie. So, wir könnten mit Blade, mit Tony und Steven, und irgendwer müsste ja eigentlich noch
Verfügbar sein, Carol. Carol haben wir schon auf 1. Blade. As long as Morbius is around, Hunter, you better watch your back and your front. Wir können auch noch zu mit ihm reden. Are you actually comfortable with Morbius living here? Comfortable? I'll never be comfortable around that monster. But if I'm being generous, he could be useful. Having a vampire in the house leaves me feeling restless. I'm right there with you. What exactly is your history with Morbius? I don't like getting into that. But the two of you have fought before. What makes you think we can trust him now? I never said we could trust him. If that man loses control to his bloodthirst, I'll end him myself. But the vampires are using his experiments against us. We need him to clean up his own mess. So Morbius is just a tool to you? Call it whatever you want. I call it practical. Ja, verständlich. So, Blade haben wir auch theoretisch die erste Stufe anstehend. Das heißt, Steven bleibt noch offen. Können wir mit dem beiden noch quatschen? Have you worked with Morbius before? Oh yes, he is a formidable ally. He once assisted me in a battle against a Fear Lord from the Dream Dimension. Fear Lords are powerful foes. Yes, it was a boisterous battle, so I was pleased to have Morbius at my side. Undoubtedly, he will be a favorable ally against Lilith as well. So you have no reservations about letting him stay in the Abbey? None at all. As long as he doesn't grow too hungry, we'll all be fine. Wait, what should we do if he gets hungry? We should all be on guard. Steven, I need details. As with any vampire, he could lose control and eat every one of us, but I do not think that will happen. Wir haben Blade hier, also unwahrscheinlich. Tony, what is your impression of Morbius? Well, we've never actually met, but Strange talks highly of him. I am uncomfortable inviting a vampire to live in the Abbey. Hey, I know what you mean. Half the people on my board of directors are vampires. Not literal bloodsuckers, but they definitely try to sink their teeth into you. Or your pocketbook. Maybe. The guy's a freak, no doubt. But every genius is. You should have seen half my professors back at MIT. Or that Tony Stark guy who's always in the news. Well, if it makes you feel any better, I've read a few of Morbius's papers on DNA manipulation, and it's years ahead of anyone else. He could be a valuable asset. So you think we can trust him? Well, I never said that. But he could be useful. Ja, das haben wir schon von Dingens gehört. Gut, Steven. Meditation, tiefgehende Konversation oder Vorlenzen am Pool. Natürlich mit dem Sorcerer Supreme können wir meditieren. Tiefgehende Konversation dürften ihm auch gefallen, aber ich glaube, Meditation ist sein, wie heißt so schön, sein Spiel im Englischen. Der Geber fliegt, schwebt auch noch dabei. I fear Miss Minoru is her own worst enemy. How so? She tries to take charge of the Midnight Suns, but she won't decide for anyone. For her, it must be a consensus before she trusts herself to move forward. So? Most of us are blind to our faults. At least Nico is aware of hers. Are you saying you could recognize your own tendencies towards self-destruction? I rely on my companions to reveal what I cannot perceive. Interesting. Should they ever present themselves, I shall. Ja, schön. So, wir haben die Spieluhr A Little Girl's Dream, eine herzerwärmende Interpretation des alten beliebten Klassikers von Dazzler. Eine Vase, ein Bilderrahmen, Schädel oder ein Dolch. Ich würde jetzt einfach mal den Bilderrahmen nehmen. Let's endeavor to meet again soon. Oh, war jetzt kein gutes, aber auch kein schlechtes Geschenk.
Gut. To listen to the whispers of time and fate, the mind must sit impossibly still. Genau das. Ich würde mal ein Kompliment auf Mobius verwenden. So, was haben wir jetzt gesagt? Gar nichts. Sehr gut. Perfekt. So will ich das doch haben. Wo treibt sich der Pool rum? Der kriegt dann auch noch ein Kompliment von mir. Legendäre Essenzen. Hier ist noch was Neues. Für Arcanes Wissen ist immer gut. Die Hunde von Aravan, was auch immer. Obwohl uns die schreckliche Fratze und die zerstörerische Kraft des Höllenhunds in den Sinn kommt, wenn wir an ihn denken, heißt es, dass die zahmen Höllenhunde von Aron, jene der legendären wilden Jagd, allein von der Liebe ihres Meisters lebten. Das heißt, Aron zeigt jedem seiner Höllenhunde morgens Zuneigung und dadurch wurden sie im Laufe der Zeit immer stärker, bis sie wahrlich ein furchterregendes Rudel waren. Ja, die wilde Jagd ist auch sehr interessant. Kann eine sehr interessante Geschichte sein, je nachdem, welche man davon liest, beziehungsweise welche man sich gibt. Ich habe jetzt gerade wieder so ein Immergrün von Wondergore geholt. A vampire? Where are the flying pigs? Oh, gute Frage. Nico. Okay. Ja. Aber auch hier kein Deadpool. Wo treibt der sich denn rum? Achso. Unten in der Kaserne. Gut. Ich würde mal fix loslaufen und die zwei Spots, die wir aktuell zur Verfügung haben. Oh, hey. Ein Hexenzirkel von jenseits des Meeres hat uns um Hilfe gebeten. Ich bedauere nicht mehr tun zu können, doch Lilith und ich sind an unsere Grenzen gestoßen. Ich habe über die Ritter von Wondergore ein Mondsiegel zu ihrem Zuhause in Zählung geschickt. Ich bin sicher, das wird ihnen bei der Lösung ihrer Probleme von Nutzen sein. Gut, dass ich das die ganze Zeit übersehen habe. Ja, wie gesagt, ich lauf mal schnell zu den beiden Plätzen, die wir aktuell überprüfen können, wo das Immergrün auch wachsen kann. Da hinten ist nichts. Und hinter der Abtei im Krater können wir noch gucken. Das würde ich auch jetzt nicht fix rausschneiden. Das machen wir einfach so. Und dann geben wir noch Deadpool ein Kompliment. Okay, hier ist auch nichts. Schade aber auch. Und dann geht's ab ins Bett. Und die nächste Mission wird eine... machen wir eine allgemeine Mission draus. Und da würde ich auch gerne... Mist, ich komme immer nicht rein. Da würde ich dann Deadpool und Nico mitnehmen. Ach Mist, Deadpool ist schon schlafen gegangen. Na gut, dann müssen wir Deadpool morgen früh ein Kompliment geben. Mal noch kurz gucken, sind die... Nee. Die epischen Truhen haben sich immer noch nicht neu gemacht. Ich habe auch zwischen den Folgen komplett wieder vergessen, das Dingens hier zu machen. Die Sache mit dem Raum aufhübschen. Oh, naja. Gut. Wir müssten jetzt einiges an privaten Supporting-Nachrichten haben. Aber ich würde erstmal fix die Morgenroutine abgehen. So. Nico, was hast du denn für ein Problem? Hey, can I ask a favor? Hey Hunter, hast du einen Moment? Hast du dich jemals gefragt, wie dein Leben aussehen würde, wenn dir das nicht alles aufgezwungen worden wäre? Du könntest draußen deinen Spaß haben, Freunde finden, ein normales Leben führen. Ja. Ja, die Widerstandskraft ist schon sehr nice. Also vielleicht, aber wenn wir ein normales Leben führen würden, wären wir uns nie begegnet. Noch ein bisschen Schleim, Schleim, Schleim. Oder wenn ich kein normales Leben führen kann, aber das normale Leben unzähliger anderer schützen kann, dann bringe ich dieses Opfer gerne. Thanks, Hunter. Bisschen Pathos reingebracht. Muss auch mal sein. So, Deadpool ist leider nicht hier unten. Steven, was hast du denn? Ah, Hunter. I did not expect to see you here. Added to the list, I suppose. I am sorry.
of things I can no longer perceive since I lost my connection to the Sanctum. While knowing the comings and goings of my teammates may seem trivial, the dealings of the dreaded Dormammu are unfortunately not. I fear he may be plotting against us as we speak and have been attempting to gaze upon his home realm of the Dark Dimension for some time now, with little success thus far. Is there anything I can do to help? You haven't by chance mastered the art of astral projection and universal awareness since we last spoke, have you? I do not think so. Pity. Probably best if I try this alone, then. But the offer is appreciated. Very well. I will leave you to your work. As you wish. We'll speak again later, of that at least I'm certain. Ja, den nimmt das ganz schön mit. So, erstmal in die Forschung reingucken. Haben wir denn Serum? Ich habe hier nichts für Mobius. Da, Blutrausch. Ihn erst, wollte ich mich verarschen. Okay. Läuft bei ihm. So, how's the gut, holen wir uns mal neue Karten. Genius Inventor strikes again. Unerbittlich. Ja, ist nett. Umzingelt. Ein Konter und eine Resistenz. Ja. Kettenschlag ist immer schön. Thwip brauchen wir nicht. Ich nehme die beiden. Weil die hatten wir noch nicht. Und die machen sich, glaube ich, in unseren Decks ganz gut. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Artefakte für die Dings. Aha, die ganzen Leute wollen jetzt halt abhängen. Aber wie gesagt, das machen wir gleich erst. Hello, fellow shopper. Make anything lately? Credits. Hier gibt es ein Buch, Dunkle Schönheit, ein Gothic-Malbuch für alle, die in Dunkelheit auch Schönheit erkennen. Lass dich in eine Welt voll komplexer Illustrationen entführen, die dein inneres Ich offenbaren. Ja, damit. Da weiß ich auch, wer das auf jeden Fall gern haben wird. Da vorne ist Mr. Pool. Compliment for you. Your unwavering optimism inspires me. This will feed my ego for weeks. Peter hat noch ein Problem. I have something for you. A video of a kitten with its entire head in a jar of peanut butter, and then a puppy licks the peanut butter off the kitten. Was stimmt mit dir nicht, Peter? Components for shop class. Almost as good. Okay. Eine bisschen Angriffsessenz und eine gewöhnliche Blaupause. Damit können wir leben, dass wir das abgegeben haben. Auch wenn die Angriffsessenzen schon nice gewesen wären, die zu behalten. Aber hey. So. Oh, gibt sogar eine Blaupause dazu. Morbius oder Deadpool. Ist egal, einer von beiden. Peter kann halt leider gerade nicht. I won't hold back. So, Fähigkeiten verbessern. Ja, fehlen uns jetzt wieder die Essenzen. So I guess I'm letting you choose for me too. Dann hat sich entsprechend nichts geändert. Gut. Dann mal eben kurz hier noch reingucken. Nämlich den Infospeicher entschlüsseln. Und dann können wir Carol auf ihre Mission schicken. Really good intel here. We've got a lot to go on. Eine seltene und eine epische und 18 Informationen. Das ist gut. These are the current priorities. Erstmal das hier. Hank Pym arbeitet mit den Avengers zusammen, um eine Botschaft von der Übertragung eines neuen unbekannten Satelliten zu entschlüsseln. Ich muss näher ran, um ihn
außer Gefecht zu setzen, falls es tatsächlich böse ist, aber das dürfte nicht einfach werden. Ich würde es sehr schätzen, wenn ihr Captain Marvel entbehren könntet. Yep, das können wir für einmal. Wie gesagt, nächste Mission wollen wir sie ja eh nicht mitnehmen, planmäßig. Gut, nochmal ein Blick, wie immer, in die Bibliothek. Der kann nicht schaden. Okay. Gut, dann Superlink. Hey Hunter, ich schau nur vorbei. Ich habe mich gefragt, ob du Zeit für ein Privatgespräch hast. Ja, können wir. So like Hunter, don't let this go to your head, but I think you're okay. You do? Yeah, I mean, I see you trying to make me feel included and I thought I should take a moment to thank you for not leaving me out. Caretaker makes me feel like a child sometimes, but you don't, so, like, thanks. Keine Sorge, das mit Caretaker kennen wir wahrscheinlich. You are most welcome, Nico. It is an honor to fight by your side. Honor? Oh, man. Listen, Hunter, don't take this the right way, because I totally appreciate the compliment, but you really need to drop the formality and loosen up before magic starts calling you a boomer. Boomer? It's slang for ancient, outdated one who caused all of our problems. That describes me exactly. You know what? Never mind. I'm gonna try and forget that you said that. I guess what I'm trying to say is, I see you making an effort to not make me feel like a complete reject, and I appreciate that. I need all the allies I can get on this apocalyptic reality show because I do not want to get voted out of this abbey or off this world. Reality show? Vote? Just try and not get eliminated, Hunter. Das kriegen wir, glaube ich, hin. So, dann die nächsten bitte. Stephen Strange, Hunter, unsere Zeit miteinander hat meinen Geist neu belebt. Ich fürchte, du verlierst zu viel Zeit mit banalen Trivialitäten und alltäglicher Plackerei. Erwecke deinen Sinn für das Staunen und die Fantasie, um hinter den Schleier zu blicken und das filigrane Uhrwerk des Universums unverhüllt zu sehen. Kurz gesagt, du brauchst eine Pause. Sollen wir zusammen eine machen? Let's go. What is that strange ripple in the air? It is not quite wind. I knew you would sense it. It's the transmigration of life essences from one level of existence to the next. Human souls? No. Insects, birds, other creatures. The Abbey is a waypoint where the veil between planes is quite thin. During quiet times such as this, you can actually feel it happening. I didn't want you to miss it. That was thoughtful of you to think of me, Doctor. If I am anything, Hunter, it's full of thoughts. Maybe too many, swirling around in my head, crashing against each other in a chaotic cosmos of ideas that is the madness of my mind. Reminding myself that I'm just a small part of the whole of creation is a way I calm it. It also reminds us of what's at risk of vanishing completely if your mother gets her way. Indeed. But I have a feeling that with a life force like yours in play, that won't happen. Sehr schön, Komplimentwerte sind jetzt auch stärker. Und dann haben wir noch Blade. Toll mit dir zu trainieren, Hunter. Du legst dich echt ins Zeug. Wir müssen unter vier Augen reden. Lass mich wissen, wenn du kannst. Jupp, ihr könnt. I'm watching the way you handle yourself out there, Hunter. You're not bad. I was thinking maybe it's time you and I compare moves. Moves? As in combat? More like a friendly competition. A friendly competition, you say? Well, recently resurrected teammate competition has less of a ring to it. The feeling is mutual, Blade. How about we just fight already? Before we begin, is there anything else I should know? Yeah, anything goes. Just don't touch the shades. Now, you want to say it or me? Say what? Ding, ding.
Sehr schön. Und die nächsten Teamfreundschaften, Komplimentwerte haben jetzt noch einen höheren Wert. Ich glaube, das eine bezog sich nur auf Steven. Das könnte sein. Gut, dann haben wir unsere klassischen üblichen Aufgaben abgewickelt. Wir hätten eine Deadpool-Mission, die normale Mission, die nächste Morbius-Mission brauchen wir eine allgemeine wieder für. okay, wir können, ich kann das auch so umschalten, das geht einfacher. Wir können schwere Gegner klatschen mit Morbius zusammen, würden eine seltene Gamma Helix und ein seltenes Artefakt bekommen. Verwandelte Hydra-Agenten töten für das Gleiche und müssten hier Nico mitnehmen, was clever ist, was glaube ich auch das sein wird, was wir machen, auch wenn es die normale Mission ist, aber okay. Wobei, normal ist ja nicht so schlimm. Dann haben wir noch Stevens Mission, Gerät zerstören. Dafür würden wir eine normale Gamma-Helix Credits bekommen. Oder Blade für eine gewöhnliche Gamma-Helix und Blaupausen, Hydra-Vorräte bergen. Nö, nehmen wir das hier. Außerdem können wir hier eine ja, wir könnten 4 Info einsetzen, um Gloss zu bekommen, aber wir brauchen nicht wirklich Gloss aktuell, also. So, Deadpool. Ja, Gustav ist leider noch verletzt. Riskiere ich, dass ich noch Magic mitnehme? Es könnte halt darauf hinauslaufen, dass uns ein bisschen Schaden fehlt, um das schnell abzuschließen, aber wir sollten es hinbekommen. Let's go. Show them what happens when you mess with the Midnight Suns. Huh, is that all? Geh mal hin. Wir könnten hiermit anfangen. Kann ich dich, warte mal, wer hat denn von euch eigentlich die Karte? Oder? Eine Mystikerin. Was kann denn eine verwandelte Mystikerin bitte? Und dieser hat keiner die rote Karte. Jetzt bin ich gerade übelst irritiert. Und was ist das mit... Ihr seht's nicht, aber mir wird bei mir ploppt zwischendurch der Dingens auf. Der... das Login für das Battle.net, obwohl mein Battle.net nicht offen ist. Das irritiert mich übelst. Mal. Wenn ich das Ding in die Luft jage, geht der da links nicht mit drauf. Schade. Aber gut, wir können den schnellen Seelenhieb nutzen, um euch beide kaputt zu machen. Dann könnten wir eine Blutmagie auf Deadpool. Weil ein gestärkter Deadpool ist ein lustiger Deadpool. Na gut, gibt einen Schnellschuss. Ist okay. Ist eigentlich sogar ziemlich gut gerade. Weil wegen der Schnellschuss mit der Verkettung ist halt schon ziemlich nice. Und der eine wäre ja von dem Fass nicht in die Luft gejagt worden. Und einmal in Fuego für Deadpool. Dann verfluchen wir mal den Eliten.
Dann kann der nämlich nicht angreifen, was immer ein gutes. Und haben sogar immer noch eine Aktion über. Fangen wir erstmal das Ding in die Luft. Step right up, test your strength. Und mit der Falltür können wir den Typen töten. Da können wir. Also wir wählen halt jetzt aus, wo wir ihn fallen lassen. Das ist halt vollkommen egal, wo wir ihn fallen lassen, weil er tot ist. Flug. Nee. Okay. More dangerous than ever. So, jetzt könnten wir. Die Mystik greift nicht an. Also zumindest uns nicht. Das heißt, die wird wahrscheinlich den Gegner beschwören oder so. Ich würde trotzdem gerne erstmal das Ding ausschalten. I hope you're keeping score at home. Genau. So, ich habe noch zwei Nachziehen, die würde ich aber nicht nutzen wollen gerade. Wir könnten der Mystikerin noch ein bisschen Schaden machen. Aber, naja, nö. We will not fail. Gucken wir mal, was die macht. Oh, good. More goons. Ah, wahrscheinlich für den Buffen. Sehr uncool, dass die so ein Ding raufbeschwören. Genau, Hemalisk, dunkle Inkubation. Nachdem eine gewisse Anzahl von Karten gespielt wurde, schlüpfen Vampire aus dem Hemalisken. Es besteht auch die Chance, dass Vampire sofort schlüpfen, wenn er Blutung erhält. Hemalisken verlieren etwas Gesundheit jedes Mal, wenn eine Brutvampir schlüpft. Ja. Sehr uncool. Also wir müssen hier 5 Karten spielen, dann kriegt das Ding ein Upgrade sozusagen. Wir könnten mal mit dem Gruppensturz die Leute hier zusammen sammeln. Eine Retro-Perspektive hätte ich sogar clevererweise noch Ermächtigen vorher gespielt, weil wegen dann wäre die Karte kostenlos gewesen. Seelenwucht einmal. Da hinten rein. Nee. Ja. Das reicht halt nicht, weil es nicht ein schnelles, ein starkes Zurückwerfen ist. Aber ich könnte. Nee, mir fehlt eine Aktion für den Plan gerade. Ich kann mit Seelenwucht kann ich den in sie reinschubsen und kann dann mit dem Schnellschuss den ausschalten und ihr nochmal Schaden zufügen. Beziehungsweise ich könnte auch theoretisch dann die Pinata nutzen, um wahrscheinlich sogar die beiden und das Ding hier zu treffen. Ich glaube, das sollte ich vielleicht sogar wirklich so machen. Funk. Whatever works. Well, that's interesting. Ja, das geht nämlich auch. Bad luck for you, friendo. Also einmal Granate. Where'd you learn that one? Und dann kann Magic dich noch da hinten reinschubsen. Und dann jagen wir das Ding noch in die Luft. Consider.
So, jetzt könnten wir dem hier noch Schaden machen, indem wir das Ding auch noch in die Luft jagen. Aber... nö. Gerade nicht. Nachziehen. Ja, verwundbar ist gerade vielleicht nicht das, was ich haben will. Limbo-Portal. Spielen wir aber nächste Runde erst aus. Ist ja eh kostenlos. Beziehungsweise... ich könnte es natürlich auch nachziehen, um das Ding hier schubsen zu... also mich so hinzustellen, dass ich dann nächste Runde das Ding schubsen kann. Aber... ja doch. So. Ja, schubsen kann ich leider nicht nochmal. Das wäre zu schön gewesen. So. Ja, wir haben leider aktuell nicht genug Heldenmut, um das Ding zu nutzen. Aber wir können das notfalls auf jeden Fall in den Himalisken reinschubsen. You'll get yours. They will kneel before. Oh. I'm so tired of stitching up this suit. Support units on the move. Okay. Is that everyone? Mhm. So, dann erstmal mit dem Schnellschuss. Ach, stimmt, das war ja nur der normale Schnellschuss, nicht der Schnellschuss plus. Hm, schade aber auch. Okay, Magic. Okay, sie kann nur die Mystikerin damit treffen. Der Himalisk ist ein Tacken zu weit weg. Aber gut, dann ist die schon mal ausgeschaltet. Und mit der nächsten Karte, die wir spielen, kommt so eine Brut rein. Versuchen wir das mal. Mal gucken, ob es... was wir jetzt kriegen. So, da kommt jetzt erstmal was raus. Hässliche Viecher. Der Vorteil ist, das sind halt nur... das sollten nur die Minion-Version sein, genau. Und sogar die Helden-Kombo. Was haltet ihr denn von einem Gruppensturz? Hm? Möglichst nah da hinten ran. Eventuell macht nämlich die Niata noch mal Sinn. That wasn't bad. Die Frage ist, die Reichweite würde reichen. Killt halt leider den nicht. Aber wir könnten ihn dann noch da reinschubsen. Bonk. Und ja, ich weiß, er kann dann leider immer noch als Dingens wiedergeboren werden, aber hey. It's about time. Und ich bin immer noch super irritiert, dass halt einfach... sorry, babe. It's not you, it's me. Ah, sehr gut. Wird nicht wiederbelebt. Ja. Ich weiß nicht, was ich mit der Vorratskiste machen soll. Wir hatten keine Karte, um das... um die zu nutzen. So, dann noch ein Tod von oben und das Ding ist im Eimer, würde ich sagen, ne? That will do. I doubt they'll take that beating to heart, but we can always hope. Das ist sehr irritierend. Und ja, ich hätte noch eventuell jetzt eine Karte auf 2 spielen können, um mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Aber es ist okay.
Mich stört trotzdem, dass wir es nur mit einem Stern geschafft haben, aber das ist halt. Das war jetzt nicht die krasse Damage-Komposition im Team. Deshalb kann das halt leider passieren. So. Wir haben mit allen gequatscht. Keiner will irgendwie noch abhängen. Aber wir haben jetzt ein paar Aspekte erfüllt, so dass wir eine Forschung starten könnten, aber das können wir ja logisch immer nur morgens machen. Das ist was ich gerne vergesse, was für mich auch weniger Sinn macht. Aber gut, es soll halt verhindern, dass wir sozusagen nochmal Sachen erfüllen, so wie wir es halt jetzt gemacht haben und dann nochmal eine Forschung starten. Auch wenn ich das, wie gesagt, verstehe ich nicht. Also ja, so nach dem Motto, okay, es blockiert dann sozusagen nicht den vollen Tag, sondern nur den Abend, ja. Bin ich jetzt persönlich ein bisschen kleinlich, aber gut. So. Ich würde auch jetzt, ehrlich gesagt, wenn jetzt nichts Großes ansteht, nächste Emo-Kids-Einladung heute Abend scheinbar. Halt, da muss ich hin. Hey Hunter, willst du, dass ich die Emo-Kids versammeln? Ich kann dich vor deinem Zimmer abholen, wenn du das nächste Mal alle verfügbar sind. Yep, let's go. Wobei, ich habe ja die Dingens noch nicht. Nee, dann verschieben wir das Treffen einfach irgendwann auf später. Weil wir die Komponenten nicht haben. So, wie sieht's eigentlich mit Peters Freundschaft aus? Nicht so gut. Your trustworthiness seems so natural. Ah, Friendly Neighborhood Spider-Man und so. Was hast du denn für ein Problem? Hey, can I ask a favor? Ich habe mir eine neue Technik ausgedacht, aber es braucht ewig, sie hinzubekommen. Manchmal zweifelt der Verstand daran, was der Körper leisten kann. Streng dich an, ich weiß, dass du zu mir fähig bist. Ein Level für Iron Man und eine seltene Fähigkeit mit der Chance, dass er sich verletzt oder Widerstandskraft und eine gewöhnliche Fähigkeit. Ich habe ja gesagt, ich tendiere grundsätzlich dazu, die Statuswerte zu erhöhen, weil das halt einfach dauerhafte Sachen sind. Das ist meiner Meinung nach mehr wert. So, Robbie hat noch was. Have you noticed any ramps around here? Maybe a ramp-like slab of mostly level stone, kind of at an angle? For what? I want to jump the hell ride over the Abbey. Okay. Why? I see your why, and raise you a why not. I cannot argue with that. That's what I like about you, Hunter. You're a modern-day philosopher. But seriously, don't tell Caretaker. Keine Sorge, sie wird es sehen, wenn du es machst. Gut. Dann mal fix Karten auswählen, ab in den Hof und dann können wir nächste Folge mit mal wieder einer Hauptmission starten, würde ich sagen. So, Forschung, ausgewogene Ernährung, kriegen wir den Food Truck, okay, oder die mystische Heilung, die ist meiner Meinung nach mehr wert, also zumal es noch ein Upgrade zu den Sparrings gibt. Ooh, new coil. Let's get to work. Yep. Oh, Deadpool hat einen Superlink-Beitrag gebracht. Genius Inventor strikes again. Ja. Magazindump, der tritt. Auch eine schöne Fähigkeit. Blutmagie, mächtigen. Nehmen wir die beiden mit. I'm happy to help, Hunter. Sehr schön. So. Angriffsessenzen. Und dann. Moment, kurz in den Shop gucken.
Illustrierte Geschichte der Squadron Supreme. Die Squadron Supreme, sind sie wirklich so schlecht? Will dir deine eigene Meinung mit dieser umfangreichen 12 mitreißenden Seiten umspannenden Chronik? Ich fand's super, Wonder Man. Okay. Das könnte was für Robbie sein, weil wegen Comic-Affinität. So, Kampfbonus für ausgewählten Helden hatten wir schon lange nicht mehr. Ich würde es mal auf Peter nutzen, weil sein Freundschaftslevel sich langsam dem ersten Punkt nähert. Und ja, wir hätten auch Deadpool nehmen können, aber Deadpool ist Level 7, deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn auf die nächste Mission mitnehme, relativ gering. Gehen uns viele doppelte Karten. Don't stress it too much. There's no wrong answers here. Na komm, wir verbessern jetzt einfach mal den Hellride, weil wir haben ihn ja eh einmal im Deck aktuell. Und ja, nee. Sobald ich kann, nehme ich die aus dem Deck raus. Gut, dann gucken wir mal. Lass mal kurz hier. Oh, kosmischer Strahl. Sogar direkt verbessert. Wenn das Ziel Captain Marvel, wenn das Ziel unseres Angriffs Captain Marvel selber angreifen will, macht es mehr Schaden und bei K.O. bekommt sie sogar einen Konter. Ein unidentifizierter Satellit. Als Marvel sich näherte, bestand kein Zweifel mehr, dass der Satellit von Hydra stammte. Ein eindeutiges Zeichen war der automatische Verteidigungsmechanismus, der Captain Marvel unter Beschuss nahm. Jetzt, wo wir sicher wissen, dass das ein Hydra-Satellit ist, werde ich ihn deaktivieren. Ich brauche 2 Minuten, sagte Pym. Ich nur eine, kommentierte Marvel und zertrümmerte das Ding. Joa. Einfach und effektiv. So, ich hätte gern mehr Infos. Wir können ja noch den Infospeicher entschlüsseln. Das Problem ist, die Infospeicher geben halt auch immer Missionen, also wir müssen einfach Missionen auch auslaufen lassen. Ich muss sagen, ich glaube, den Spruch hatte ich vorher noch nicht, aber es macht Sinn, dass er in diesem Spiel kommt. Mal das Ding Central heißt. So, Deadpool, gib ihm. Hey Wade, willst du mal was Cooles sehen? Ich habe den Ursprung dieser Nachricht analysiert. Sie kommt von einem Typen namens Weasel, der als Waffenhändler vermerkt ist. Deadpool sagt, dass er ihn kennt, also sollte er, und ich hoffe, wir brechen mit diesem Satz nicht irgendein internationales Gesetz, herausfinden, was Weasel will. So. Gib ihm. Stay out of trouble. Nö. Das wäre ja langweilig. Das ist ganz ehrlich. Was haben wir denn hier? Notiz von Hunter. Das ist das Gemälde. Du musst es für mich nehmen. Entzaubere es, zerstöre es, ich weiß es nicht. Es ist mir egal, es verfolgt mich. Ich habe es in eine verschlossene Truhe gegeben und wenn ich aufwache, liegt es ausgerollt am Boden neben meinem Bett. Als ich es Sarah sagte, sah sie aus, als hätte man sie geschlagen. Einen Augenblick schien sie wie weggetreten. Dann erzählte sie mir, dass es Liliths Lieblingsgemälde war. Dann sagte sie mir, Delatour wäre ihr nie wichtig gewesen und ging. Ich kann Caretaker damit nicht belasten und aus irgendeinem Grund lässt mich das Gemälde nicht los. Ich denke, ich würde irgendwann gerne in einem nicht verzauberten Haus leben und wenn auch nur für 1-2 Jahre. So, verständlich. Gut. Dann nächste Hauptmission gibt Credits, was auch gut ist, weil die werden wir brauchen. Und eine seltene Kammerhelix. Würde ich vorschlagen, sollten wir auf jeden Fall dann nächste Folge angehen. Ich würde nochmal vielleicht ein bisschen in den Decks rumdoktoren. Und dann sehen wir uns am Freitag wieder. Sorry, nicht Samstag. Wenn wir die nächste Mission starten. Und... Achso, ja, weil das Programm nicht verfügbar ist. Und wenn wir das getan haben, beziehungsweise wenn wir uns wiedersehen, ja, starten wir das hier und als nächstes können wir dann wieder Deadpool, dann
Dr. Morbius. Und zwischendurch immer mal wieder noch eine normale allgemeine Mission mit einstreuen. Gut, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.